Zu einem coolen, urbanen Laden wie das Schinaski gehört auch ein richtig cooler Drink. Was habe ich mir gedacht? Ich wandere zum hessischen Cocktailmeister. Der hatte mich gerade Anfang Juni gewonnen, der Markus. Und lasst mir den Drink machen, mit dem er gewonnen hat. Lüsseleis Trömm. Klingt dänisch, ist dänisch. Mal gucken, wie es schmeckt. Vielen Dank. Erstmal dran riechen und dann. Lisseleis Drömm. Lecker. Ich schmecke auf jeden Fall Banane ein bisschen raus und Whisky. Und jetzt möchte ich, Markus, wissen von dir, was ist drin. Du bist vollkommen richtig. Wir haben einen super schönen französischen Bananenlikör von glücklichen brasilianischen Bananen, nämlich von Giffard. Dann haben wir Holzfass veredelten Asbach, 15 Jahre Holzfass gereift. Isle of Jura 10, 10 Jahre Jura Whisky. Das war dein Whisky, den du rausgeschmeckt hast. Zudem frisch gepresster Grapefruitsaft und eine wundervoll geile Orangenmarmelade mit Brookletic Infinity Whisky verfeinert. Wahnsinn, Marmelade im Cocktail. Ja, auf jeden Fall, das ist der Wintercocktail und mit dem trittst du auch an bei der deutschen Cocktailmeisterschaft jetzt. Korrekt. Genau. Das ist dänisch. Was heißt das? Oder Traum von Liseleje, das ist ein Ort in unmittelbarer Nähe vom Meer. Ja. Also trinken, Sonnenuntergang in Dänemark. Lecker, schön. Lecker. Jetzt sind wir bei Sonnenuntergang, der Sommer steht vor der Tür, ist da, endlich auch in Deutschland angekommen, in Frankfurt. Ich würde gerne jetzt noch so einen richtig schönen Sommercocktail haben. Bekommst du gerne. Cocktail Nummer 2 kommt jetzt. So Thomas, ich habe einen schönen Nordbann-Tannennadel-Extrakt, damit aromatisiere ich dir einmal den Drink, dann kommt ein bisschen frische Felderdbeeren aus Deutschland dazu, einfach eine, ein bisschen aufgeschnitten. Dann habe ich 1 cl Hibiskus-Sirup von Monin, so ein bisschen um die florale Note des Hugos wieder zu holen, da, ja. Dann habe ich Cinzano Rosso, auch 1 cl, um so ein bisschen Würze reinzugeben von einem schönen roten Wermut. Cinzano Rosso. Dann habe ich Aperol Spritz, 2 cl Aperol. Und das ist natürlich noch nicht alles. Da kommt natürlich noch Sekt dazu für einen schönen Sommerdrink. Schön spritzig. Frisch geöffneter Sekt. Jetzt habe ich da schon was vorbereitet. Super tollen Erdbeer-Rhabarber-Nordmann-Tannennadel. Espuma. Den sprühen wir oben drauf. Und da bekanntlich das Auge auch mit ist und natürlich in unserem Fall auch mitdrängt, gibt es eine kleine Erdbeere und Minze oben drauf. Und dann wohl bekomm's. Und jetzt komme ich ins Spiel und darf probieren. Vielen Dank, denn eins ist klar, dafür gibt es noch keinen Namen. Hm.
Ja, irgendwie lecker. Man kann Hugo, man kann Alborough Spritz, was anderes. Hast du eine Idee für einen Namen? Bisher noch nicht wirklich. Heinrich vielleicht. Heinrich? Der 8., der 11., der 14. Der nee, das ist der 1., ist der 1., Entschuldigung, ist der 1. Ich hatte auch einen Tipp. Wir haben am Sonntag telefoniert, habe ich mir kurz überlegt. Sander, das ist der Sander. Auch cool. Sonntagsabend zum Ausklang. Oder ein Ort, in ein Bergdorf auf Mallorca, Binaratsch. Da könnte man bestimmt auch ein paar davon trinken. Aber hallo, Prost, also auf Heinrich den 49. Markus, vielen Dank. Wenn ihr auch einen Namen habt, wo ihr glaubt, hey, nennt den doch einfach so, gar kein Problem. Den kreativsten Namen, den ihr uns schreibt, bewerten wir und derjenige gewinnt eine Cocktailschulung bei Markus. Genau, richtig, hier in der Cocktailschule. Genau, in Neuberg und ihr müsst einfach eine E-Mail schreiben an szene@rhein-main-tv.de und ja, wie gesagt, euch einen Namen überlegen. An dieser Stelle vielen Dank. Den werde ich jetzt noch austrinken. Und dann ist es aber auch Zeit, für den Heinrich ins Bett zu gehen. In diesem Sinne. Schönen Feierabend. Vielen Dank, Markus. Alles Gute. Und vor allem toi, toi, toi bei der Deutschen Cocktailmeisterschaft in Stuttgart am 15. Juli. Genau. Und ganz wichtig, bei der Weltmeisterschaft bist du auch dabei. Das ist im August in Prag. Exakt. Gut.